Ja, hallo und herzlich willkommen. Wir spielen heute ein anderes Spiel, nicht als Einsatzkraft, sondern wir spielen 911 Operator und schlüpfen damit in die Rolle eines Leitstellendisponenten. Und unsere Aufgabe ist es im Endeffekt gleich auf einer Karte, die wir uns selbst aussuchen können. Und das Coole ist, wir können jede Map spielen, die es so auf der Welt gibt oder so gut wie jede. Und ja. Unten links noch einmal die Versionsnummer. Wir spielen zurzeit jetzt Version 1.34.18 mit etlichen DLCs. Wir haben zum Beispiel das First Responder DLC, das Special Rescue DLC, Every Lives Matter DLC und das Search and Rescue DLC. Befinden uns hier im Hauptmenü und starten einfach mal ein freies Spiel. Das Schöne ist, es gibt hier etliche Städte: Bangkok, Berlin, Istanbul, Los Angeles, Prag, Tokio, Washington und so weiter und so fort. Also wirklich weltweit. Und wenn ich jetzt irgendeine Stadt spielen möchte, zum Beispiel Hildesheim, ja, ist jetzt keine Metropole, dann downloade ich die und habe automatisch hier den Bereich Hildesheim, den ich spielen kann. Ich würde sagen, wir machen das einfach mal. Wir spielen einfach mal eine Runde jetzt Hildesheim. Einfach just for fun. Und starten hier normal. Es ist gleich so, dass Anrufe auftreten. Das heißt, wir unterscheiden einmal zwischen Anrufen und auftretenden Aktivitäten, Ereignissen. Aktivitäten treten eigentlich recht häufig auf der Map auf. Und das kann sein, zum Beispiel ein Gebäudebrand, eine Streitigkeit oder, wo wir halt dann die Wahl haben zwischen Polizei, Rettungsdienst und Feuerwehr. Diese Einheiten müssen wir disponieren und müssen dann halt die jeweiligen Kräfte hinschicken. Diese Kräfte können leveln. Wir können auch mittels Equipment diese Kräfte verbessern, zum Beispiel indem wir einen Defibrillator dem Rettungsdienst mitgeben oder dem Feuerwehrmann irgendeinen Werkzeugkoffer, wodurch er dann zum Beispiel technische Hilfeleistungen schneller absolviert. Und dann gibt es noch Notrufe, die wir disponieren müssen. Da geht es darum, wir hören unterschiedliche Szenen und haben dazu einen Text und müssen dann ja im Endeffekt die W-Fragen stellen. Also was ist passiert, wo ist es passiert, gibt es Verletzte, wie viele Menschen sind da involviert, ne, oder halt mögliche Rückfragen und müssen dann halt entscheiden anhand der Informationen, die wir bekommen, ob wir da agieren oder halt nicht agieren. Ich würde sagen, wir schauen uns das mal an. Schalten einfach rein und laden einmal. So. Ich finde es auch hier cool, dass wir so im Ladescreen wirklich lebenspraktische Dinge haben, wie was passiert eigentlich, wenn ich wirklich die Leitstelle anrufe, ne? Also ich versuche ruhig zu bleiben, kurz und knapp die Situation beschreiben, versuche auf alle Fragen zu beantworten und so weiter und so fort. Was ja gerade in so einer Lage des Notrufes gar nicht mal so einfach ist, ne? Darf man auch nicht vergessen. Nun gut, wir haben jetzt hier unsere Übersicht über die Personen, die wir haben. Wir haben hier unsere Feuerwehrleute und so. Ich würde sagen, die setzen wir einfach mit rein. Ich würde nämlich gerne mit mehr Fahrzeugen ausrücken. So, genauso bei der Polizei. Da machen wir hier einfach so einen Mannschaftswagen draus. Und hier schicken wir auch noch die Leute mit. Und man sieht es hier schon, wenn ich hier mal draufhalte mit der Maus. Es gibt hier unterschiedliche Level, also zum einen Gehalt, was wir jedes Mal zahlen müssen, aber die Leute haben auch unterschiedliche Skills. Zum Beispiel, er hier hat Fahren Level 91, er hier nur 90. Aber der Herr Mason Cruz kann auch viel besser die einzelnen Verletzungen heilen oder besser gesagt behandeln. Ja, schwere Verletzungen, Brandverletzungen und, kann er hier deutlich besser machen. Dann haben wir noch den Bereich der Feuerwehr. Die können natürlich auch First Respondern, aber diese haben halt auch beim Feuer deutlich mehr zu tun und halt auch technische Arbeiten zu verrichten, wie zum Beispiel die Katze vom Baum holen, Verkehrsunfälle, Wasserrohrbruch und so weiter und so fort. Und dann haben wir halt hier noch die Polizei. Da geht es darum, nicht nur fahren, sondern auch eine Treffsicherheit mit der Kanone. Da macht es natürlich Sinn, einer Person zum Beispiel, es gibt ja auch Equipment, was ich ja schon sagte, wie wir die verbessern können, dann macht es dann halt Sinn, zum Beispiel das Gewehr, was halt einfach mehr Kugeln verschießen kann, also wo die Schussrate höher ist, an die Person zu geben, die halt eine höhere Treffersicherheit hat.
als jetzt an ihn hier, der nur bei 56 Treffersicherheit ist. Aber wir könnten die jetzt halt auch nach und nach immer verbessern, zum Beispiel mit den kugelsicheren Westen und so weiter und so fort. Brauchen wir jetzt noch nicht, kommt dann später. Was ich allerdings machen würde, ist hier für die zwei Herrschaften jeweils eine Pistole kaufen, dass wir wirklich jeder Cop hier seine Dienstwaffe auch mit sich führt, denn es kann natürlich auch sein, dass die innerhalb der Schicht angegriffen werden. Dann geben wir hier unserem Fahrzeug für technische Hilfeleistung einmal so einen Koffer und unserem Auto, unserem Löschfahrzeug hier mal so einen Feuerlöscher. Ne? Ein Grundwerkzeug für die Brandbekämpfung. Dieser größere Feuerlöscher erlaubt es, Polizeieinsatzkräften sowie Sanitätern ein Kleinfeuer löschen zu können. Und es ist halt eine universelle Ausrüstung. Nur für Feuerwehrmänner. Das heißt, wir haben ja auch spezifische Ausrüstung. Kompletter Schutz vor Feuer gewährleistet. Okay. Und man sieht es hier schon, wir haben die unterschiedlichsten Sachen. Wir hätten ja auch eine Anti-Krawall-Schutzausrüstung. Also im Endeffekt unterschiedlichste Equipments, die wir unseren Leuten anlegen können und die damit auch ja ein bisschen spezialisieren können. Ich kann jetzt zum Beispiel sagen, ich vergebe jetzt hier diesen Erste-Hilfe-Kasten und kann damit einfach schneller agieren. Kaufe ich jetzt einfach mal. Wir sehen unten jetzt, unser Geld ist weg. Aber Rettungswagen 5 hier, ja, ihr kriegt den jetzt und damit können wir dann hoffentlich agieren. Ich glaube, der Feuerlöscher war jetzt nicht so geil. Ich glaube, da hätten wir vielleicht eher die Maske hier kaufen müssen, also sprich die Pressluftflasche, Sauerstoffgerät oder halt die Feuerweste. Aber okay, wir starten einmal rein und dann geht's los. Wir haben jetzt hier unsere Map, also im Endeffekt jetzt Hildesheim als doch echt recht kleine Map. Könnt ihr jetzt auswählen. Ich würde jetzt einfach mal einen Streifenwagen hier im Norden, im Süden und halt einen mittig lassen. Die fahren jetzt eigentlich auch gleich rum, sobald wir auf Schicht beginnen klicken. Bei der Feuerwehr würde ich so machen, dass ich ein Fahrzeug hier drüben hinschicke und eins hierhin, sodass wir eins im... Wobei ich glaube, das Löschfahrzeug mache ich mal hier mittig, damit ich da wirklich von jeder Seite aus agieren kann. Weil es gibt hier unterschiedliche Fahrzeuge. Das hier oben ist im Endeffekt der Leiterwagen, so nennt sich das hier im Spiel, also sprich das Löschfahrzeug. Und wir starten einfach einmal rein. So, hier haben wir die erste Meldung. Klicken wir einmal drauf. Gewalt in der Familie. Wir haben eine verletzte Person und eine verdächtige Person. Das heißt, wir schicken einmal die Polizei hin und halt auch einen Rettungswagen. Und damit haben wir jetzt im Endeffekt schon diesen Einsatz hier disponiert. Und warten einfach mal auf mehr. Wichtig ist natürlich hier links oben am Ende des Tages eine gute Effizienz zu haben und auch viele Anrufe und Ereignisse abzuarbeiten, um halt dann Geld zu verdienen, neue Fahrzeuge freizuschalten und. So, wir haben eine weitere Meldung. Wir haben hier einen Autodiebstahl. Oha. Da wollen wir mal schauen, ob wir den hier mit unserem Mannschaftstransportwagen kriegen. Nicht, dass der zu schnell ist oder so. Aber die Polizei ist jetzt hier vor Ort und man sieht hier ist eine Person, die ist verletzt und halt eine Person, die wird jetzt, oder die ist verdächtigt als Straf, im Endeffekt als Tatverdächtiger und wird jetzt hier bestraft. Und wir haben hier unten einen Brandeinsatz. Auto blockiert Straße, da schicken wir unseren Rüstwagen hin für den technischen Dienst. Wir haben ja eine technische Störung und da haben wir ja vorhin hier extra diesen Werkzeugkasten genutzt. So, aber der muss jetzt hier irgendwann mal runterkommen. Wir haben das hier jetzt abgeschlossen. Also die Einheiten brauchen vor Ort dann immer eine gewisse Zeit. Und sobald das halt der Fall ist, arbeiten sie selbstständig ab und bei manchen brauchen sie dann halt zum Beispiel bei der Polizei. Wir sind hier fertig. Okay, sehr cool. Dann können wir den hier gleich weiterschicken. Und der erste Notruf. 911, wie kann ich helfen? Hier parkt ein seltsames Fahrzeug. Auf dem Bürgersteig. Wir fragen erstmal nach der genauen Adresse.
Was ist denn ein seltsames Fahrzeug? Privatautos. Okay, im Endeffekt würde ich jetzt sagen, ist kein Einsatz, aber ganz ehrlich, wir haben eh eine Streife frei. Wir schicken die einfach da mal hin. Wenn jetzt Weltalarm wäre, könnten wir das natürlich auch auslösen, indem wir dann sagen, ne, wir klicken hier drauf und schicken einfach alle hin. Und wir sehen es jetzt hier, wir haben hier den Anrufer und haben halt hier den geparkten Wagen und die Kollegen kümmern sich jetzt drum. Und je mehr wir da haben, je mehr Personal, desto schneller geht das. Ne? Wir laufen jetzt, normalerweise wären das Sekunden, aber dadurch, dass wir sehr viel Personal haben, geht das jetzt deutlich schneller. Er hier ist jetzt fertig, das heißt, alle kümmern sich jetzt hier um diesen Wagen und zack, bumm, sind wir damit auch schon durch. Weiter geht's. Wir haben einen Verkehrsunfall, haben eine größere technische Störung. Das heißt, wir schicken hier wieder unseren Wagen hin, haben auch eine verletzte Person. Und was man später merken wird, ist, dass es doch etwas stressiger ist. Oder etwas stressiger wird, gerade jetzt. Ne? Wir haben beide Rettungsmittel hier gerade eingesetzt und können jetzt hier eigentlich nicht arbeiten. Das heißt, ich würde jetzt einfach mal den Streifenwagen da hinschicken, in der Hoffnung, dass die so ein bisschen First Respondern können. Die kümmern sich jetzt hier nämlich auch um die Dame. Das dauert halt deutlich länger, weil sie halt nicht so professionell geschult sind, wie jetzt die Besatzung eines Rettungswagens. Aber auch da können sie das natürlich erstmal stabilisieren. Ich weiß jetzt allerdings nicht, ob wir hier aufgrund dessen, dass die Dame, die Frau James, ja schwer verletzt ist, ich weiß nicht, ob wir da tätig werden können. So, elektrische Gefahr. Das heißt, wir haben noch eine technische Gefahr. Da müssen wir jetzt trotzdem die Feuerwehr hier hinschicken. Und wir schauen einmal. Nächster Notruf. Ein Autounfall. Oh no, schon wieder Verletzte am Mühlberg. Da oben, okay. Vor 5, gibt es denn Verletzte? Niemand, sehr gut. Die streiten die ganze Zeit, können nicht die Polizei rufen. Ja, wir schicken da mal was hin. Und während jetzt hier noch gequasselt wird, schicken wir bereits die Einsatzkräfte hin. Das ist halt sehr, sehr praktisch. Weil wir da im Endeffekt schon responden können. Was auch sehr, sehr schön ist, man sieht hier, ne, dadurch, dass wir jetzt hier so viele haben, machen die das halt einfach ganz schnell weg. Und gleichzeitig konnten wir hier mit dem Rettungswagen gerade auch zwei Verletzte aufnehmen. Ne? Das ist halt ganz praktisch, weil manchmal muss man dann doch so ein bisschen haushalten mit den Fahrzeugen und Mitteln. So, den Rettungswagen schicken wir hier wieder hin. Was haben wir hier unten? Ein Ladendiebstahl, nur eine verdächtige Person. Es kann auch sein, dass wir zum Beispiel mehr als eine Person haben. Und ab da an wird es dann schwierig. Ne, so, zumindest so ein bisschen schwierig. Weil wir, wenn wir mehrere Verdächtige haben, natürlich auch, es gibt ja auch einen Motorradstreifer, könnte man dann alleine fahren oder halt hier den Streifenwagen. Ne, wenn ich natürlich jetzt ein Polizeiauto alleine hinschicke mit zwei Mann, dann ist das natürlich eher schwierig, wenn ich da auf einmal 5 Verdächtige habe, die möglicherweise bewaffnet sind oder alkoholisiert sind oder aggressiv generell gesinnt sind. So, wir schauen hier mal. So, zerschmettertes Auto, da haben wir ein Hindernis. Aber das kriegen die, glaube ich, hin. Wobei, ganz ehrlich, wir können ja auch noch die Feuerwehr hochschicken, aber ich glaube, das kriegen die bis dahin hin. So, wir haben eine Geburt. Oh, eigentlich ja sehr schön. Schwangere Frau begann unerwartet ihr Kind auf die Welt zu bringen. Na, dann wollen wir da doch mal unterstützen. Wir schicken Rettungswagen hin. Im Linnenkamp 199. Ob natürlich die Adressen jetzt hier hundertprozentig sind, weiß ich nicht, aber ich könnte es mir schon irgendwie vorstellen. Gesichtet, gestürzter Baum. Und da seht ihr schon, ne? Also hier mit den Kräften der Feuerwehr, gerade weil die halt speziell erstmal 3 Mann auf ein Ereignis und halt dann auch technisch gewappnet sind, ne? Weil wir das Fahrzeug für technische Hilfeleistung haben.
ist das schon deutlich besser. So, jetzt haben wir eine Fußverletzung, die wollen wir natürlich auch einmal disponieren. Und hier geht, Alter, das zieht sich echt. Junge, 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 trifft jetzt die Feuerwehr ein, das sollte jetzt etwas zügiger gehen. Ja, die unterstützen ihn logischerweise auch und hier sieht man es jetzt schon. Zack, das läuft jetzt deutlich zügiger, dadurch, dass wir Fachpersonal vor Ort haben. Und wir schicken unser Löschfahrzeug. Das finde ich ein bisschen schade, dass man hier nicht... Normalerweise fahren die halt häufig dann immer die nahegelegene Wache an. Da wäre es natürlich cool, wenn ich hier eine Wache zuordnen könnte, dass die immer diese dann auch ansteuern. So. Meine Frau bekommt gerade ein Kind. In welchem Monat ist sie denn? Okay. Wir beruhigen erstmal. Oh, im Stau. Oh no. Wo sind die denn genau? Ich finde auch den Hintergrund cool. Ne? Erzählt was von Stau und wir haben halt wirklich dann auch die Geräusche. Wir schicken hier den Rettungswagen hin. Der hat zwar schon, glaube ich, die Geburt mit aufgenommen, aber ja, kriegen wir hin. Sie müssen handeln. Was heißt, sie müssen handeln? Das ist mein Kind. Seien Sie ein Mann, wir beruhigen den erstmal. Ne? Also. Alles gut. Haben Sie bereits einen Namen für ein Kind? Ja, eigentlich auch sehr schöne, diese Texte so, ne? Was soll ich machen? Also am besten erstmal die Dame hinlegen. Platz auf dem Rücksitz, sehr gut. Der Rettungswagen sollte auch gleich da sein. Gott sei Dank habe ich ein großes Auto gekauft. Ja, sehr schön. Ich würde sagen, die warten noch, weil der Rettungswagen jetzt halt kurz davor ist. Also schön durchatmen. Wir kriegen das hin. Der Rettungswagen ist ja jetzt da. So, das Kind kommt. Der Rettungswagen ist jetzt auch vor Ort. Und passen Sie auf, dass es nicht herunterfällt. Sehr schön. Atmet das Baby. Sehr schön. Ja, sehr cool. Sie können Lucy ihrer Frau geben. Sie sollten das Kind auf den Bauch ihrer Frau legen. Ja, im Endeffekt ja eigentlich auf die Brust des Mannes, damit sie den Herzschlag, aber ja, der macht das schon. So. Wie soll ich abschneiden? Ich dachte, der Rettungswagen ist jetzt mal da. Mann, oh Mann, oh Mann. So, was haben wir jetzt hier noch für ein... Der Stau lockert sich. Soll ich zum Krankenhaus fahren? Sie warten mal lieber. Der Krankenwagen ist ja eigentlich auch vor Ort, nicht? Der steht wahrscheinlich auch im Stau. So, da haben wir sie nämlich. Die Mutter plus das neugeborene Kind und den Anrufer. Ich verstehe jetzt nicht, warum der hier einen... So ein Zeichen hat, aber okay. Auf jeden Fall jetzt aufgenommen. Sehr schön. Ja, aber das war jetzt ein sehr, sehr schöner Einsatz. Damit hätte ich jetzt gerade gar nicht gerechnet. Sehr cool.
würde sagen, wir spielen ja auch eine Schicht einmal komplett durch. Ich glaube, das haben wir sogar schon. Genau. Und ja, im Endeffekt haben wir jetzt hier dafür auch gerade eine Auszeichnung bekommen. Und wir sehen jetzt hier rechts Zusammenfassung der Schichten. Also wir haben eine Person festgenommen, die jetzt erstmal in Untersuchungshaft gewandert ist. Wir haben 3 Strafzettel ausgestellt, haben 4 Einweisungen ins Krankenhaus, 0 Tote, das heißt, wir haben da sehr souverän agiert, behandelt und eingeliefert. Oh, aber wir waren nicht so effektiv, weil wir einen Falschpark hatten. Okay, auf dem Privatgelände hätten wir also nicht agieren müssen, weil es halt privat ist. Okay, hätten die sich drum kümmern müssen. Und wir sehen jetzt hier, wir haben ein Grundeinkommen von 5.000, haben die Belohnung für die Einsätze und halt Gebühren, ne, und jetzt davon werden die Gehälter und die Fahrzeugwartung abgezogen und haben dann aber trotzdem noch gut Cash gemacht. Und gerade auch hier Geburt im Berufsverkehr haben wir sehr, sehr gut gelöst, dadurch, dass wir halt Erste Hilfe übers Telefon geleitet haben. Wir den Mann, also den Vater, den Anrufer beruhigen konnten und auch das Kind so ein bisschen dann durch den Rettungswagen versorgen konnten. Das war erstmal ein kleiner Einblick in 911 Operator. Ich hoffe, euch hat das Spiel gefallen. Wie gesagt, ist so eine Mischung aus Leitstellendisponent. Ich würde sagen, es gibt ja auch noch andere Leitstellenspiele. Auch da können wir ja gerne einmal reinschnuppern. Und ja, das hier war es an dieser Stelle davon. Wie gesagt, hier eine Mischung aus Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst mit den unterschiedlichsten Spielen bzw. unterschiedlichsten Einsätzen und halt, wie man es gerade jetzt zum Ende gesehen hat, mit der Geburt im Berufsverkehr auch ja ein bisschen interaktiver durch diese Notrufe. Na gut, das war's von meiner Stelle. Ich bedanke mich ganz recht herzlich fürs Zuschauen und dann sehen wir uns in einer weiteren Folge. Vielen Dank. Tschüss.